Hallo und schlimme Sache. Willkommen zurück zu Gothic 2. Die Nacht des Raben, hier bei Torben. Bring mir mal bei, wie man Schlösser knackt. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen wirst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Warte mal. Vielleicht später. Habe ich doch... Ach, warte mal, nee. Danke, dass du mich... Ja, ist okay. Ich hab dich gerne gerettet. Kann ich dir irgendwas verticken? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne, dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Jap, du hast ein Händlerinventar. Dann werde ich dir mal Zeug geben. Hier, Wacholder, Käse, Milch, Eintopf, Wasser, ein paar Weine... 4 sollten reichen, ein paar Bier, auch da sollten 4 reichen. Warum behalte ich mal 2? Das ist nichts wert, leider. Wie sieht's denn hier mit Angst aus? Kreis 3. Ist eigentlich nicht so wirklich mein Zauber, ne? Den würde ich durchaus verticken. Aber ich möchte den Apfel. Habe ich Dietriche? Mal so gesehen. Ich glaube nicht. So, jetzt ist es aber Zeit. Jetzt kann ich auch den Zeug hier vertüdeln. Weg damit. Die Schatulle brauche ich nicht. Sumpfkraut brauche ich nicht. Alte Münze behalte ich mal lieber. 2 Fackeln sind genug. Kohle brauche ich für Alchemie. Das brauche ich noch. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Ich habe 18 Dietriche, okay. Ich habe Gorns Lederbeutel. Das ist Alchemie, Runestein, Silberner Ring kannst du haben. So, 400 Gold. Dann gib mir mal diese Dietriche, die nehme ich gerne. Und dann bringen wir endlich mal bei, wie mein Schlösser knackt. 200. Ja, hier nimm. Gut. Das Geld wird mir sehr helfen. Ja, dann mach. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Interessant. Im ersten Teil muss ich das Ganze noch steigern, um die Chance, dass er abbricht, zu senken. Hier hängt es von meinem Geschicklichkeitswert ab. Ob er abbricht oder nicht, wenn ich falsch liege. Hey, du. Hey, Master. Da bist du ja wieder. Ja, wie geht's dir? Vergiss es, Pilze kriegst du nicht. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Nope. Kein Bedarf. Zeig mir deine Ware. Was hast denn alles so... Pilze. Brauche ich irgendwie alles nicht. Nö, kein Bedarf. Aber ich könnte mir... Leider ist der Alchemietisch belegt. Ich könnte mir einen Trank brauen. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt... 18 oder 19, ja. Da treibe ich mich noch kurz in der Stadt rum. Insbesondere wollte ich mal noch bei Vatras vorbeischauen. Seiner göttlichen Macht. Hör auf zu labern. Auf dass er dem Wirken Belias... Beziehungsweise laber mit mir. Erzähl als Anwärter Nee, das hatten wir schon. Hier. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Herzbrocken, Ring, Kronstöcke. Wegen dieses Waffenhändlers. Ja, das ist Fernando, das weiß ich, das weißt du noch nicht. Lobards Frau Hilda ist krank. Was denn, schon wieder? Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön, ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Aber weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du es ihr auch vorbeibringen. Ja, natürlich. War ja klar. Kannst du mich heilen? Mach mal. Kannst du mich heilen? Ah, dann. Ja, bla bla. Stimmt, ich muss ja gar nicht schlafen. Ich kann mich auch hier heilen lassen, aber mein Mana füllt das leider nicht auf. So, ich habe 20 Lernpunkte.
Ich will meine magischen Kräfte. Dann kann ich auch nochmal meinen Mana um 5 steigern. Dann habe ich jetzt 40 Mana. Das gefällt mir. So, dann hat sich auch das Schlafen ein bisschen erledigt. Ich brauche noch ein bisschen Mana, aber das ist ja okay. Was gibt's hier sonst noch so zu erledigen? Ich könnte mit dem Feuermagier hier nochmal quatschen. Vielleicht hat er ja eine Rune für mich, um mich ins Kloster zu teleportieren. Nö, hat er nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ansonsten? Ach, der Typ ist immer noch da und labert. Ist mir jetzt egal. Bei Lord André gibt's vielleicht was Neues, weiß ich nicht. Vielleicht weiß der ja was über diese dunklen Gestalten. Hey, du. Bei dir kann ich kämpfen lernen, aber nö, vielen Dank, kann ich gut genug. Fürs Erste. Kopfgeld? Ich will das Kopf... Kann ich? Nö, kann ich nicht. Okay. Nun gut, dann hätte ich hier alles quasi wieder so ein bisschen erforscht und geguckt, was sich Neues ergeben hat. Zu den Söldnern müsste ich auch nochmal gehen, natürlich auch ins Kloster. Im Hafen unten? War da irgendwas von Relevanz? Ich glaube nicht. Hey, du! Oh ja, komm! Hey, du! Hier, nimm mal ein Bier. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes... Ja, und jetzt erzähl mir was. Weißt du, man trifft nicht... Ja, leider nicht. Ja, gut. Hört ihr Bewohner von Corinis? Komm! Auf ausdrückliche Anordnung des ich bin schon weg. Ich habe keinen Bock auf diese Laberei. Ich wollte nur, dass es Freibier abstauben. Hier drüben könnte noch was Frisches sein. Hey, wie geht's? Alles klar? Zeig mir deine Ware. Ach so, du vertickst einfach nur Zeug. Unter anderem Bier. 134 Gold habe ich nur. Das ist leider nicht allzu viel. Okay, Valentino ist immerhin auch nicht mehr hier. Nun gut. So sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr. Ah, da ist Valentino. Denn es ist heilig. Hast du mir noch was zu sagen? Einem Mann in eurer Position stehen alle Möglichkeiten offen. Man muss nur erkennen, wann man zugreifen muss. Also, verschwende keine Zeit und greife zu. Na dann. Verschwende ich mal keine Zeit. Der Mensch erschlug das Tier. Und geh zu Fernando und stelle ihn. Ich dachte gerade, hier hätte mein Handy gepiepst, aber das ist im Spiel. Wahrscheinlich irgendwelche Vögel oder so. Und ich finde es ja sehr interessant, dass die Stadtwache nicht eingreift, wenn hier Fernando mich angreift. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hey, Fernando, wo bist du? Was suchst du hier? Dich! Kluges Kerlchen. Ach, der ist wohl um die Uhrzeit... Uhrzeit? 19 oder 22? Der ist wohl um die Uhrzeit schon im Bett. Na gut, dann habe ich doch hier eine Möglichkeit, eine Runde zu pennen. Zumindest eine, bei der sich keiner drüber aufregt. Oder zumindest bisher noch nicht drüber aufgeregt hat. Nämlich hier oben. Keine Ahnung, wer schläft hier eigentlich? Cedric, ein Paladin. Ich bin Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Okay. Ich nehme das Himmelbett. Gute Nacht und bis morgen früh. So. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder fit. Ich bin wieder voll geheilt. Mana ist wieder voll. Und hoffentlich ist auch dieser Idiot von Fernando wieder da. Denn dem will ich jetzt mal so richtig auf die Fresse geben. Da ist er ja. Um sicher zu gehen, vorher eine Runde speichern. Und dann... Hey, Digga! Oh. Du bist besessen. Geh weg! Jetzt geh doch schon! Ich will dich... Was? Warum kann ich ihn jetzt nicht mehr stellen? Wegen den Banditen? Was? Warum geht es jetzt nicht mehr? Ich wundere mich über gar nichts. Das funktioniert leider nicht, okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So einiges gehört. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Was passiert, wenn ich ihn einfach angreife? Meinst du, mir geht es besser? Das hat er wirklich nicht verdient. Es war doch so. Na wann? Sofort! Alarm!
Arm! Hey, er hat mich zuerst angegriffen. Und wo ist meine Waffe? Verdammt, ich habe keine Waffe. Die hauen sich... Wollt ihr wohl damit aufhören? Greift er mich an? Wenn ja. Ihr einer Schläge verteilt, dann bin ich das. Kapiert. Na klasse, das hat ja super funktioniert. Nee, wisst ihr was? So, da bin ich wieder. Ich habe das Ganze alles nachgestellt. Ich war bei Lord Hagen. Ich habe quasi alles gemacht hier in der Stadt, was ich gerade eben schon gemacht habe. Außer mit Fernando zu sprechen. Und jetzt will ich ihm das erstmal vorhalten. Du hast Waffen an die Banditen verkauft. Aber wie kommst du denn auf sowas? Die Schwerter, die Banditen bei sich hatten, tragen deine Initialen. Du kannst es ruhig zugeben. Ich habe dich enttarnt. Ich wollte das gar nicht. Das musst du mir glauben. Am Anfang war es nur Proviant, was sie von mir wollten. Meine Geschäfte liefen nicht so gut. Da habe ich mich darauf eingelassen. Später dann wurden sie immer aufdringlicher und drohten mich umzubringen, wenn ich ihnen nicht die Schwerter liefern würde, die sie haben wollten. Du kannst mich nicht dafür verurteilen. Ich bin ein Opfer der Umstände. Mir kommen die Tränen. Aber genau, was zahlst du? Ich will ihn ja noch stellen mit dem... Also ich habe noch nicht den Level abgekriegt, weil ich die Erfahrung noch nicht habe von ihm, wie er besessen war. Ich habe was anderes gehört. Das hätte er auch selbst. Was kriege ich denn, wenn ich dich laufen lasse, genau? Was zahlst du, wenn ich dich laufen lasse? Du weißt doch, wie es um mich bestellt ist. Ich kann dir nicht viel geben. Ich gebe dir 200 Goldmünzen und einen wertvollen Ring. Das muss dir reichen. Krieg ich jetzt das belastende Material von dir? Okay. Von mir aus. Abgemacht. Gut. Hier hast du das Gold. Und den Ring. Damit sind wir quitt. So, wenn ich ihn jetzt anspreche... Ich will erstmal wissen, was für ein Ring das ist. Ring der Holzhaut. Warum hört eigentlich Schutz vor Pfeilen 3. Ja, ist nicht so geil, aber ist okay. Kann ich verkaufen. Wenn ich ihn jetzt anspreche, ob es ihm gut geht, dann wird er besessen sein und mich angreifen. Deswegen speichere ich hier nochmal, für alle Fälle. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen ihn zur Wehr setzen kann. Ich versuch's mal. Das kennen wir schon. Ja, ich glaube, ich schaffe ihn. Ich darf jetzt nur nicht in sein Haus reingehen, sonst kommt die Stadtwache und greift mich an. Ich kann ein Stück wieder zurückweichen. Boah! Alter! Die Haut. Na? Komm, greif an. Nein, nicht so. Erst wenn ich blocke. So. Oh, ein Apfel. Sehr schön. Almanach der Besessenen. Und noch ein bisschen Geld und ein Gehstock. So, vergiss es, Mann. Vergiss es. Den Almanach will ich mir lieber nicht angucken. Ich will ja nicht auch noch besessen werden. Hey, ein Fisch. Lecker. Ach so, ja, genau. Was ich noch gemacht habe offscreen, während ich nachgestellt habe. Ich habe mein ganzes Fleisch gebraten. Oh, mein Schädel. Und wie ihr seht, ich habe nicht den Goldmangel gehabt. Und deswegen habe ich die ganzen Sachen hier nicht verkaufen müssen. Was sich natürlich jetzt gut trifft. Jetzt kann ich das Zeug einfach mal vernichten. So, hey. Warte mal. Du bist besessen. Du bist besessen. Geh weg. Jetzt geh doch schon. Okay, das war jetzt nicht so aufschlussreich. Wie gesagt, ich war bei Lord Hagen. Ich habe nur... Erstens mal, warum zum Henker habe ich da noch den Pass im Minental ausgewählt? Ich bin im Pass in Korinnes. Und ich will natürlich den Teleport zur Hafenstadt. Genau. Hatte ich irgendwie vergessen, gerade beim Nachstellen die Rune noch auszuwählen. Nun gut, Fernando ist besessen. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt damit? Schlösser knacken kann ich, genau, jetzt ist alles im Prinzip wieder genauso wie vorher, nur dass ich mein Gold halt nicht an Fernando verloren habe und dass ich halt ihn auch besiegt habe. Vatras, kannst du vielleicht da... Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn davon. Das muss unverzüglich aufhören.
Ich habe hier diesen Almanach. Ich habe Angst davor. Heil mich erstmal nochmal. Kannst du mich heilen? Adanos. Ja, kennen wir schon. Jetzt habe ich 10 Lernpunkte. Was mache ich damit? Will ich den nächsten Kreis lernen oder will ich meinen Mana steigern? Ich glaube, ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich wieder aufsteige. Und vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, erstmal den dritten Kreis der Magie zu kriegen. Mein Mana ist gerade eh nicht voll. Das heißt, mein Mana muss ich eh irgendwie regenerieren. Also kann ich jetzt auch ein bisschen was ausgeben, um hier den Weg abzukürzen zu Martin. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Denn Martin ist ja, falls ihr euch erinnert, der Proviantmeister hier im Hafen. Der unter der Hand auch ein paar Sachen verkauft, aber ups, das sollte ich nicht so laut drüber reden, wenn die Ritter hier in der Nähe sind. So, du, was hast du denn? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Ja, erzähl mal, was hast du denn so? Große Wundheilung? Nö. Molrat Fett. Einiges Licht, heiliger Pfeil. Macht 5 Mana, braucht 5 Mana, macht 100 Magieschaden. Boah, kann ich damit diese verfluchten Suchenden zerstören? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal aus. Ist mir mal 200 Gold wert. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Fernando hat zugegeben, die Banditen mit Waffen versorgt zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Da musst du mir schon mehr liefern. Okay, habe ich vielleicht dann passt so einen Degen irgendwem verkauft? Das ist kein Banditendegen. Das kann natürlich sein, aber da muss ich mal die Augen offen halten. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Ich habe so einiges. Yo. Gut. Irgendwann musste es. Ich habe was anderes. Ich könnte jetzt noch den Feuermagier hier in der Stadt fragen, ob er was zu dem Almanach weiß. Irgendwann musste es. Der ist oben beim Marktplatz, genau. Ich könnte auch meinen Alchemielehrer fragen. Das liegt doch auf der Hand. Der hat da vielleicht auch eine Idee, was es sein könnte. Der ist ja hier gerade ums Eck. Mach ich doch mal. Jo, gut. Ich habe die Weiß abgeliefert. Ich habe hier im Prinzip dann alles erledigt in der Stadt. Das heißt, als nächstes würde ich mich dann wieder auf den Weg zum Kloster begeben. Hey, da bist du ja wieder. Weißt du irgendwas über den Almanach? Nope. Habe ich dir so einen Degen verkauft? Da bist du ja wieder. Nein. Hätte ja sein können. Gut, bei Vatras war ich. Nee, ich habe hier echt nichts mehr zu tun. Okay, ich könnte mir nochmal die Zukunft vorhersagen lassen, aber ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu blöd. Es kostet Geld und keine Ahnung, ob ich wirklich was davon habe, ob es wirklich was bringt, ob es wirklich stimmt. Das weiß ich nicht. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich begebe mich auf den Weg. Viel schlimmer. War hier nicht die Händlerin früher? Sieh an, da bist du ja wieder. Hatte ich dich nicht gewarnt? Du hättest mal besser getan, was ich dir gesagt habe. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Ich habe nicht genug Gold dabei. Dann besorge es dir. Nö, sehe ich gar nicht ein. Okay, du kannst mir auch nicht helfen zu dem Almanachen. Stimmt das jetzt wirklich? Komm schon, ich habe dir den riesen Gefallen getan. Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir werde ich nichts verkaufen. Nee. Na, wenn ihr meint, müsst ihr wissen. Gut, Pech gehabt. Dann handle ich eben nicht mehr mit euch. Ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum das schlimm sein sollte für euch, dass ich ein Sträfling bin. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das für einen Unterschied macht, ob ich ein Sträfling bin oder nicht. Ich zahle Geld, ich krieg die Ware, ich zahle den gleichen Preis. Also, das müsst ihr wissen. Ist okay. Müsst ihr wissen, sind eure Geschäfte, die den Bach runtergehen. Ich meine, ich habe genug andere Händler. Zumeist ja eh nur die Händler hier am Marktplatz waren, ne? So, und ich würde sagen, nachdem dieses
Ich habe doch hier eine Blutfliege gehört, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Nee, habe ich mir nicht eingebildet. Sag ich doch. Komm mal her, du. So. Da ist nichts zu holen. Siehst du mal. So kann's gehen. Dämliche Fliege. So, was ich sagen wollte ist, nächstes Mal werden wir erfahren, ob der heilige Pfeil Schaden macht gegen diese Suchenden. Und wenn ja, ob es ausreichend viel ist, um einen zu töten.